Hi, ich bin Frank von Rub & Smoke und ich zeige euch heute, wie ihr einen der saftigsten und besten Cheeseburger Amerikas, einen Juicy Lucy Burger, ganz einfach zu Hause auf eurem Grill zubereiten könnt. Viel Spaß dabei! Saftige Lucy ist ein Klassiker und gilt in Amerika als wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Hamburgers selbst. Seit den 50er Jahren streiten sich zwei Bars, der 5-8 Club und Matt's Bar in Minneapolis, darüber, wer denn diese Mutter aller gefüllten Cheeseburger eigentlich erfunden hat. Die Frage wird wohl nie abschließend geklärt werden. Wichtig und entscheidend ist jedoch, dass bei diesem Burger der Käse in das Fleischpatty und nicht auf das Fleisch kommt. Der Käse schmilzt bei der Zubereitung im Inneren des Fleisches und das Patty bleibt dadurch extrem saftig. Wie du diesen sehr einfachen, aber genialen Burger, der im Original sogar ganz ohne Soße auskommt, auf deinem Gasgrill schnell und einfach zubereitest, das zeige ich dir jetzt wie immer Schritt für Schritt und auf den Punkt. Was hier auf der Vorbereitungstheke steht, ist tatsächlich alles, was du für einen original Juicy Lucy Burger brauchst. Wir werden heute drei Burger zubereiten und dafür benötigen wir 600 Gramm Rinderhackfleisch mit einem Fettanteil von ca. 20%. Lass dir vom Metzger deines Vertrauens am besten ein Stück aus der Schulter oder dem Nacken geben und grob wolfen. Geeignet wäre auch ein Stück aus der Rinderbrust. Wie immer ist auch hier die Qualität des Fleisches entscheidend für dein Ergebnis. Möchtest du, so wie wir das heute gemacht haben, dein Hackfleisch selber wolfen? Achte bitte darauf, dass die Löcher der Scheibe 6 mm Durchmesser haben. Aus unserer Erfahrung hat das Patty durch das grobe Wolfen nach dem Grillen die perfekte Konsistenz. Deshalb werden wir auch auf keinen Fall das Hackfleisch schon vorher zusammen mit Gewürzen totkneten. So landet auf unserem Burger garantiert ein weiches, saftiges und fluffiges Patty. Du brauchst pro Burger eine Scheibe gut gereiften Cheddar-Käse. Man kann ja auch einen anderen Käse nehmen. Erlaubt es, was schmeckt und schmilzt. Im Original zum Beispiel wird American Cheese verwendet. Wenn wir die Buns nicht selber backen, sind die Brioche-Brötchen der Burger Buns Bakery meine erste Wahl. Willst du die Burgerbrötchen selber machen, verlinke ich dir hier oben mal eine Anleitung für wirklich hervorragende selbstgemachte Brioche-Brötchen. Wir brauchen noch Gurkenscheiben aus dem Glas, Butterschmalz und mittelgroße weiße Zwiebel, die ich jetzt schon mal vorbereite und in Halbringe schneide. Die Buns werden schon mal halbiert, damit wir die Schnittflächen nachher auf dem Grill toasten können. Das waren alle Zutaten und Vorbereitungen ohne Schnickschnack, sehr puristisch. Einfach gutes Hackfleisch, Käse, Zwiebel, Gurke und ich verspreche dir jetzt schon, das wird so juicy. Für das Füllen und Formen der Patties habe ich mir hier schon mal ein paar Lagen Backpapier auf ca. 15 x 15 cm zugeschnitten. Du kannst auch einfach Frischhaltefolie nehmen. Wichtig ist, dass die Patties beim Vorbereiten nicht auf deiner Unterlage kleben bleiben. Im ersten Schritt wird nun für unsere drei Burger das Hackfleisch in 6 Portionen à 100 Gramm abgewogen und zu Bällen geformt. Jetzt setzen wir einen 100 Gramm Ball auf ein Stück Backpapier und legen ein zweites Backpapier auf. Das Ganze wird jetzt einfach mit einem Topf mit flachem Boden platt gedrückt. Ganz praktisch ist dafür zum Beispiel auch so ein großer Grillwender, mit dem das wirklich super einfach funktioniert. Wir falten jetzt den Cheddar-Käse zweimal und legen ein Stück Käse in die Mitte eines vorbereiteten Patties. Das zweite Patty wird jetzt einfach aufgelegt. Jetzt pressen wir rundherum mit den Fingern den Rand platt, damit dieser sich schließt und der Käse später nicht auslaufen kann. Zum Schluss bringen wir das Hackfleisch wieder in die richtige Form und haben ein wunderschönes, mit Käse gefülltes 200 Gramm Juicy Lucy Patty. Jetzt gebe ich noch auf beide Seiten Meersalzflocken drauf und stelle die vorbereiteten Patties bis zur Verwendung in den Kühlschrank, um mich jetzt der Vorbereitung des Gasgrills zu widmen. Wir
Wir verwenden heute zum Grillen der Patties eine Gussplatte im Grill. Das hat zum einen den Vorteil, dass wir ganz flächig richtig viel Röstaromen und somit wie beim Original eine perfekte Kruste erzeugen können. Zum anderen wird der Käse, wenn er doch bei einem Patty auslaufen sollte, nicht im Grill verschwinden und dort eine Riesensauerei hinterlassen. Zum Vorheizen des Grills stellen wir alle Brenner auf volle Stufe und heizen die Gussplatte und den Rost für 15 Minuten erstmal richtig vor. Wenn dein Grill eine Deckeltemperatur von 250 Grad erreicht hat, fährst du deine Brenner alle auf mittlere Stufe runter. Grill und Platte sind jetzt vorgeheizt. Die Burger Patties werden nicht wie Steaks bei voller Hitze gegrillt, sondern so wie jetzt eingeregelt bei mittlerer Temperatur. Jetzt kannst du die vorbereiteten Patties aus dem Kühlschrank nehmen und stellst sie mit den Buns und den geschnittenen Zwiebeln an deinen Grill. Wir geben jetzt einen Löffel Butterschmalz auf die Gussplatte und lassen ihn kurz schmelzen. Butterschmalz ist höher erhitzbar als Butter und verbrennt nicht so schnell und du bekommst trotzdem den Buttergeschmack an deine Burger. Wer das nicht möchte, gibt einfach ein wenig Rapsöl auf die Platte. Das ist geschmacksneutral und ebenso hoch erhitzbar. Wir beginnen mit dem Anbraten der Zwiebeln. Jetzt geben wir nochmal ein wenig Butterschmalz auf die Platte und legen unsere Patties auf. Drück sie nach dem Auflegen noch kurz mit einem Grillwender leicht an. Das bringt noch mehr Röstaromen für die Kruste und gibt dem Patty an der Oberfläche mehr Bindung. Es wird dadurch dichter und der Käse kann nicht so schnell auslaufen. Zudem bleiben die Patties flacher und werden nicht rund wie ein Fußball. Wenn deine Zwiebel genügend Röstaromen eine schöne Farbe haben, gibst du sie einfach in eine Schale und hältst sie so lange im Grill warm. Stell sie dafür am besten auf die Ablage deines Grills und schalte den Brenner darunter einfach ab. Das Fleischpatty wird jetzt, ohne es zu bewegen oder anzuheben, für 5 Minuten auf der Gussplatte gebraten. Es ist wirklich für die gewünschten Röstaromen extrem wichtig, die Patties in dieser Zeit nicht anzurühren. Deshalb schließt du am besten für 5 Minuten den Deckel. Die 5 Minuten sind um. Wir wenden jetzt einmal und pressen das Patty jetzt nicht nochmal an, da der Käse im Inneren schon schmilzt und herauslaufen könnte. Wir würzen jetzt jedes Patty auf der Oberseite mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle. Der kann jetzt nicht mehr verbrennen und gibt frische Pfefferaromen an dein Fleisch. Die erste Seite hat eine tolle Kruste von der Gussplatte bekommen und das riecht auch schon unglaublich gut hier. Die zweite Seite bleibt jetzt nochmal für circa 3,5 Minuten auf der Platte. Danach legst du die Patties auf deine Grillablage, damit sie weg sind von der direkten Hitze. Achte bitte darauf, dass die Brenner darunter ausgeschaltet sind, damit sie im indirekten Bereich wie im Backofen fertig garen können und der Käse im Inneren noch fertig schmelzen kann. Jetzt geben wir nochmal ein wenig Butterschmalz auf die Platte und toasten die Buns für 2 Minuten zuerst mit der Schnittfläche nach unten an. Der Oberseite gibst du auch kurz ein paar Röstaromen. Ein klassisches Patty nehme ich bei einer Kerntemperatur von 54 Grad vom Grill. Da der Käse bei dieser Temperatur aber noch nicht richtig geschmolzen ist, wird bei unserer Juicy Lucy das Patty bewusst leicht übergart. Das heißt, wir nehmen das Patty erst bei einer Kerntemperatur von 68 Grad vom Grill. Sie waren dann insgesamt mit dem Anbraten auf der Platte für ca. 10 Minuten im Grill. Keine Sorge, mit dem geschmolzenen Käse im Kern und 20% Fettanteil wird das Fleisch super saftig sein. Prüf das jetzt mal mit meinem Kerntemperaturfühler. Die Patties können vom Grill und die getoasteten Buns und Zwiebeln nehme ich auch gleich mit. Wir können jetzt anrichten. Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass dieser Burger ganz ohne Soße auskommt. Für die Mayo-Fans unter euch, ihr könnt natürlich trotzdem eine Mayo oder auch eine Barbecue-Soße eurer Wahl auf das Brötchen geben. Probiert aber euren ersten Burger wirklich erstmal ohne. Jetzt geben wir noch 2 Gurkenscheiben drauf, das Patty mit dem Käse drin und ordentlich Zwiebel oben drauf und fertig ist der Juicy Lucy Burger.
Ich schneide den jetzt mal in der Mitte durch. Jetzt kannst du sehen, wie der Käse schön geschmolzen ist und in der Mitte cremig ausläuft. Ich will den jetzt probieren. Wow, saftiger geht es wirklich nicht. Man beißt rein und der warme, weiche Käse schmilzt einem richtig in den Mund. Extrem guter Fleischgeschmack. Mein ganzer Mund ist voll mit Umami. Die leichten Butteraromen auch von dem Brioche-Brötchen mit dazu. Mehr braucht es nicht für einen genialen Burger. Der Juicy Lucy ist wirklich ein besonderer Burger, der einfach und schnell gemacht ist. Und ich empfehle dir dringend, das mal auszuprobieren. Lade dir dazu wieder die für dich erstellte PDF als roten Faden für den Grill runter und leg direkt los. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Lass mich wieder in den Kommentaren wissen, wie es geklappt hat und ob du auch denkst, dass dieser Burger ganz ohne Soße auskommt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wir sehen uns wieder am Grill. Euer Frank von Rub & Smoke.